Hi Freunde und willkommen zu einem weiteren The Witcher 3 Part. Und zwar der 35. Und wir machen weiter bei der Hauptmission und zwar mit einem Stück zum Erfolg, damit wir dann auch endlich mal unseren ältesten Freund hier befreien können. Und erledigt. Ja, demnach müssen wir jetzt ein Stück machen, um Dudu rauszulocken, der dann Menge imitieren wird, weil er ja ein Doppler Das ist. Einsatz, wo Und ich mich so von kommen wir deiner dann an Mauer finden kann. Rittersporn ran. Finde ich ganz praktisch. Das machen wir dann mal. Exkremente in die Kanalisation fließen, fließt der größte Abschaum nach Novigrad. Zauberinnen. Trinken, es wird schon Abend. Jedenfalls dürfen wir jetzt nicht so viel rumtrödeln. Außer Ja, Narzissten mach Platz, hat wir es haben es eilig. nahezu. Fass mich nicht an. Ja, natürlich fasse ich dich an. Nicht in so einem Ton, Fräulein. Ich glaube wohl, es hackt Schon hier. wieder du, riebischer Raumtreiber? Wo ist sie denn? Ach, hier. Ich habe einen Plan, wie wir Rittersporn befreien können. Aber dazu müssen wir Dudu finden. Was für ein Plan ist das? Unser Doppler nimmt Menges Gestalt an und befiehlt Rittersporns Verlegung nach Ochsenfurt. Unterwegs greifen wir ihn uns. Brillant. Aber wie sollen wir Dudu finden? Ihr seid doch befreundet. Weißt du nicht, wo er sich verstecken könnte? Wo ist bei einem Doppler nicht die Frage? Als wer schon eher. Bisher ist er bei Ärger verschwunden und am nächsten Morgen als jemand anders aufgetaucht. Aber diesmal ist er nicht wiedergekommen. Wir müssen Dudu überzeugen, sich uns zu offenbaren. Hat er Freunde oder Vertraute, über die wir ihn erreichen können? Rittersporn, Irina Renards Truppe? Das wär's. Ich wüsste nicht, dass er sonst noch Freunde hätte. Er war ständig bei der Truppe, entweder auf der Bühne oder im Publikum. Er ist also gern beim Schauspiel. Ja, ich wundere mich, dass er nach all dem nicht zu uns gekommen ist. Auf die Füchse hätte er schließlich zählen können. Wenn die Schauspieler also helfen würden... Wir brauchen nur Dudu zu erwähnen. Irina und ihre Leute haben ihm viel zu verdanken. Ja, dann machen wir das doch. Ein Theaterstück. Wir können eine Botschaft an Dudu darin verstecken, damit er sich zu erkennen gibt. Nicht schlecht, aber da reichen ein paar Zeilen wohl nicht. Und meinst du wirklich, dass Dudu sich die Zeit mit Theaterstücken vertreibt, die er in- und auswendig kennt? Hast du einen besseren Vorschlag? Wir müssen ein brandneues Stück schreiben. Etwas Großartiges, das Dudus Aufmerksamkeit erregt. Am wichtigsten ist, dass es einen grandiosen Titel hat. Es muss zum Stadtgespräch werden. Wenn du willst, können wir sofort damit anfangen. Ja, natürlich. Na schön. Lass uns das Theaterstück schreiben. Irgendeine Idee für die Handlung? Eigentlich hatte ich gehofft. Es kommt drauf an, Dudu klarzumachen, dass er sich auf dich verlassen kann. Und dass wir Rittersporn befreien wollen. Die Botschaft muss eindeutig, aber mit der dramaturgischen Essenz auf natürliche Art verwoben sein. Daher brauchen wir eine geeignete dramatische Struktur. Klar soweit? Mehr oder weniger. Das reicht. Jetzt brauchen wir die richtige Ausdrucksform für das Stück. Eine packende Geschichte der Gegenwart. Das wäre am besten. Vielleicht über die Freischärler von Provis. Ich hab's. Über Lorenzo Molla. Die Geschichte eines hübschen, aber skrupellosen Banditen und eines Dopplers, der ihn aufs Kreuz legt. Nun muss sich der Doppler verstecken und nur sein Freund kann ihm helfen. Ein Hexer, der alles tun würde, um seine Tochter zu retten. Nein, besser seine Geliebte. Was meinst du? Ja, das tun wir, um seine Tochter zu retten. Nein, besser als seine Geliebte, meinst du? Klingt großartig. Meinst du? Lorenzo Molla, ja. Oder doch nicht. Warte. Ich hab's. Wir nehmen die Geschichte über den Igel vom Erlenwald. Heimliche Liebende, ihr Verlöbnis, ein Fluch, eine grausame Königin, Glocken zur Mitternacht. Aber... Und da enthüllt er sein Antlitz. Er ist ein Monster und will Prinzessin Pavetta entführen. Sie wollen ihn tot sehen, doch da tritt ein Hexer auf den Plan. Und alles geht gut aus. Also abgemacht, ja? Du wolltest was sagen?
Habe ich denn irgendwas zu sagen oder hast du schon alles entschieden? Was hast du denn? So funktionieren kreative Prozesse. Naja. Wir werfen Ideen um uns und wählen die besten aus. Also dein. Na, du musst zugeben, dass ich mich in Theaterdingen besser auskenne. Natürlich hilfst du mit, das Stück zu schreiben und das Gesamtwerk zu schaffen. Rittersporn wird's dir erklären. Wir brauchen einen guten Titel. Das dürfte sogar wichtiger sein als die Geschichte. Ich habe ein paar Einfälle. Vielleicht suchst du einen aus. Du willst tatsächlich meine Meinung berücksichtigen? Natürlich. Ui, ist ja ein Wunder. Ich habe nur das Sagen. Hier sind zwei richtig gute Titel. Die Erlösung des Dopplers und die Rettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Welchen siehst du vor? Was nehmen wir denn da jetzt? Wir nehmen die Erlösung des Dopplers. Nehmen wir die Erlösung des Dopplers. Das ist kurz und knackig. Es gibt nur ein Problem. In der Geschichte tauchen keine Doppler auf. Nur eine Prinzessin und der verfluchte Igel. Überhaupt kein Problem. Dann tauschen wir den Igel eben gegen einen Doppler aus. Die Botschaft ist das Wichtigste. Ein Hexer taucht auf und rettet den Doppler. Verstanden? Na schön. Es ist also eine Komödie? Ich hätte eher an eine Tragödie gedacht, aber wenn du es gerne fröhlicher hättest, entscheide einfach und ich mach mich dran. Tragödie oder Komödie? Was nehmen wir denn da? Wir nehmen die Tragödie. Wir vertrauen ihr da mal. Eine Tragödie wäre besser. Also gut, ich muss an die Arbeit. Und du suchst dir eine Ecke, setzt dich hin, liest leise oder denkst nach. In Ordnung? Gut, da du ja keine Hilfe beim Schreiben brauchst. Geralt, warte. Was reimt sich auf Hexer? Sechser? Ach, sei lieber still. Voll gedisst. Fertig. Mit etwas Zeit könnte ich daraus ein kleines Meisterwerk machen, aber... Wir haben keine. Die verborgene Botschaft an Dudu. Was hast du hineingewoben? Verborgene Botschaft? Du wolltest etwas einbauen wie Komm im Morgengrauen zum Eisvogel oder so. Das passt doch gar nicht zur Stimmung des Stücks. Kein bisschen. Du hast es geschrieben, um mit Dudu in Kontakt zu treten. Das war der Sinn der Sache. Wie soll es denn sonst klappen? Weiß nicht. Ich dachte, ich könnte ihn an seiner Narbe erkennen. Oder ich improvisiere. Darum sorgen wir uns später. Erstmal musst du den Text zu Madame Irina bringen. Du weißt, wo du sie findest? Die Truppe tritt auf dem Fleischerhof beim Marktplatz auf. Komm später zu uns. Bis dann. Ach, Mädchen. Hättest du mal ein bisschen überlegt. Schon wieder du, riebischer Romtrag. Da hat sie echt keine Botschaft mit eingefügt. So, wir lesen mal die Erlösung des Dopplers. Hexer. Nur Bestien von übler Natur töte ich drohend. Hexer, vielleicht trinkst inmitten der Gäste ein Bier. Argwöhnlich. Hexer, sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Erstaunt. Hexer, sondern Bosheit im Herzen wie dem hier Ograus. Mit Verachtung. Hexer, Doppler sind keine Monster, drum töte sie nicht. Ja. Gar nicht mal so schlecht. Aber trotzdem. Ob die Botschaft klappt, ich weiß es nicht. Drum, lieber Hexer, komm, beiß dich nicht. Wenn die Kanalisation fließen, fließt der größte Abschaum nach Novigrad. Zauberinnen, deren Verführung in die Buchen erben. Ach ja, wir müssen ja Eintritt zechen. Danke. Tritt hier die Schauspieltruppe von Madame Irina auf? Ja, aber du brauchst deine Eintrittskarte. Jetzt ist aber keine Aufführung, die Schauspieler proben nur. Aber das Zusehen ist trotzdem sehr spannend.
Und? Willst du eine Eintrittskarte? Du hast gesagt, es gäbe keine Aufführung. Du kannst dir trotzdem eine Karte kaufen. Wie sieht's aus? Brauchst du eine Karte? Ja, komm. Ja, nein. Hier, bleib einfach außer Sichtweite, ja? Diese Schauspieler sind sehr schüchtern, wenn sie proben. Ach, Köter. Das war's fast, aber... Madame Irina, können wir reden? Geralt von Riva. Rittersporn hat uns so viel von dir erzählt. Ist er bei dir? Nein, aber bald, hoffe ich. Ich bin wegen Dulu hier. Reden wir hinten im Theater in meinen Gemächern. Da sind wir ungestört. Die hat ja einen Blick drauf. Wenn sie könnte, würde sie ihn damit töten. Wie kann ich helfen? Wir haben in letzter Zeit weder Dudu noch Rittersporn gesehen. Rittersporn ist in Schwierigkeiten. Das war mir klar. Aber wie ernst ist es? Hat er die Frau eines mächtigen Mannes verführt und ist untergetaucht? Hat er ein beleidigendes Couplet über die Priester des ewigen Feuers verfasst? Viel schlimmer. Ich will ihm helfen, aber dazu muss ich erst Dudu finden. Aber der ist auch verschwunden. Ich habe einen Plan, ihn aus der Deckung zu locken, aber ich brauche deine Hilfe. Kann ich auf dich zählen? Natürlich. Der Nachbarshund geht aber da nicht auf die Eier. Was können wir tun? Ich will ein Stück aufführen. Einen echten Straßenfeger. Verstehe. Und du hoffst, Dudu damit anzulocken? Dann muss es ein ganz neues Stück sein. Wer soll es schreiben? Priscilla. Sie hat das Stück schon fertig. Von einem Hexer, der einen Doppler vor dem sicheren Tod bewahrt. Klingt interessant. Ich schau's mir gern an. Aber erst müssen wir es bekannt machen und über Sicherheit nachdenken. Wir brauchen Ordner. Würdest du dich um diese Dinge kümmern? Wie kann ich helfen, die Premiere bekannt zu machen? Tja, wenn die ganze Stadt davon erfahren soll, dann müssen wir mit den Lunden reden. Wer sind die Lunden? Straßenkünstler. Wenn sie die Premiere ankündigen, dann erfahren selbst die Muscheln an den Hafenpollern davon. Wo finde ich sie? Sie hatten mal Zimmer in den Scherben in einem Stadthaus. Aber ich weiß nicht, ob sie noch da sind. Auf der Straße habe ich sie länger nicht gesehen. Vielleicht haben sie die Beinlinge an den Nagel gehängt. Mal sehen, ob ich sie finden kann und ob sie für uns arbeiten wollen. So, natürlich machen wir das alles. Ein Stück über Doppler mag ja kontrovers sein, aber ist das wirklich nötig? Man kann nie wissen. Und gerade in Novigrad können die Zuschauer schwierig sein. Faule Äpfel, Tomaten, Eier, sowas? Eher Äxte, Fleischermesser und Backsteine. Na schön. Oha. Fällt dir jemand ein? Vielleicht findest du bei den Docks Leute. Da ist immer jemand, der für ein paar Kronen alles macht. Mhm. Danke, bis dann. Dann kümmern wir uns. Ich komme wieder, wenn ich die Ordner habe. Bis dann. So, dann mal los. Ziehst du weiter oder bleibst du hier? Mit dir in der Nähe ist es viel sicherer. What the fuck? Ich hab mich fast getötet. Ja, super. Baden wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, gut, haben wir eine kleine Abkürzung genommen. Auf die Knie vor dem ewigen. Dann beeilen wir uns mal. Zu den Docks und dann heuern wir mal ein paar Leute an. Was heißt hier Wache? Gut, wir sind richtig auf jeden Fall. Ich denke, es könnte lustig werden, das Stück. Mir reicht's mit dem Leben. Gut, hier haben wir natürlich einen Reisepunkt. Dann brauchen wir nicht so weit latschen. Sehr nice.
Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Hal messen? Ein Hexer gegen die Bestie von Metina. Mordlust gegen unbändige Wildheit. Ich bräuchte euch als Aushilfen. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Wie wär's mit einer Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspar dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Ein Hexer gegen den zweiköpfigen Drachen von Medina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Wir riskieren gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört zu uns. Doppeltes Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hal, mach ihn fertig! Ich hab hier was Besonderes für dich. Na, da bin ich ja mal gespannt. Komm, das müssen wir gewinnen. Wenigstens einen schon mal platt, ja. Die kriegen wir doch. Jawohl, nichts leichter als das. Tja, ja, so eine schöne Klopperei kriegst du nicht oft. Was, Hal? Dem hat's die Sprache verschlagen. Aber ich seh's ihm an, der Kerl mag dich. Zeit für eine kleine Pause. Wir bewachen, was du willst. Umsonst, nicht Hal? Sehr schön. Dein Geld, hier hast du es zurück. Und keine Sorge, wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Jawohl, gut. Ne, warte mal, Weltkarte. Warte mal, wo sind die? Sprich mit Irina. Ja gut, dann wird das hier sein. Sehr schön. Erstmal zum Schnellreisepunkt. Ein bisschen Zeit zu sparen. Fackel. Sag mal. So. Konnten wenigstens noch eine Wasserflasche schön mitnehmen. Hier. Die Boxen hier alle kaputt. Putz. Die machen nichts mehr. Hehehehe. Geralt ist mal heute in Boxlaune. Interessant. Gut. Wir sind da. Hübsche Melodie, aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor.
Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er, der Wicht, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Strauchdiebe, vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht, wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Wir helfen natürlich. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Hehehe. Dann mal los. Ihr seid das also. Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Alter Schwede. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. So. Lass die Lunden in Ruhe. Ja, wir lassen sie in Ruhe. Was zur Hölle? Schwarze Magie. Er ist ein Magier. Auf ihn. Ach, ihr wollt doch Schläge? Hört endlich auf, in sein Schwert zu werfen. Genug, Jungs, weg hier! Das reicht schon. Sehr nice. Ach, dieser Anblick. Denen hast du's gegeben? Eins, zwei über den Rücken, dann wumm, voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke, vielmals. Bitte, das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Koffer. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab. Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Na, das hört sich doch super an. Dann wollen wir mal. Man stelle sich das vor. Böse Zeiten, wenn Bettler Briefe schreiben können. Das verwirrt ihren Geist. Das muss ich tun, um deine schönen Töne zu kriegen. Und noch mehr Regen. So, bei allen Rennen, Geralt, renn! Hey, du! Ja, du! Hast du Wasser im Schädel? Nee, aber du. Wasser im Schädel. Da sind sie ja schon. Ja, nice. Kennst du die Ballade von Wanda, die einem Weltfrieden geschmeckt wird? Wo ist sie denn? Sitzt sie hier hinten oder ist sie oben? Hä? Ach, da ist sie doch. Bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein.
Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Wer so. Spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Ah, sehr schön. Gute Idee. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen, aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text? Natürlich, ich gebe mein Bestes. Reden wir über die Prinzessin. Also, Prinzessin, kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... Finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Sie wird zweifellos entzückend sein. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Aber Latrizza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos... Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollier. Herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Ja, nehmen wir Maxime. Riskieren wir es und geben die Rolle Maxime. Er hat gerade eine gute Phase. Vielleicht haben wir Glück. Gut, ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Ja, wir lernen noch kurz den Text. Ich muss noch meinen Text lernen. Ganz schön viel zum Auswendiglernen. Für jemanden, der ein Bestiarium und Dutzende alchemistischer Tränke auswendig weiß, sind so ein paar gereimte Zeilen doch ein Klacks. Viel Glück. So, Inventar. Ja, hier. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Vielleicht trinkst du ja inmitten der Gäste ein Bier. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein, sondern Bosheit im Herzen wie dem hier, o Graus. Doppler sind keine Monster, drum töte sie nicht. Ha, ich denke, das kriegen wir auf Reihe. Ich will's doch hoffen. So, sprich mit... Ja, gut. Attacke. Ah, da bist du ja. Und? Kommt dir der Premiere schon näher? Hellebardenträger Nummer 2 sitzt in der Requisite und heult. Sonst läuft's prima. Und du? Schon bereit? Also gut, fangen wir an. Bringen wir es hinter mich. Das sagen alle beim ersten Mal. Und dann kriegt man sie gar nicht mehr runter von der Bühne. Es ist toll, du wirst sehen. Na dann. Sultan, was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Hä? Nice, ey. Sultan Shivai guckt zu. Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine herzzerreißende Geschichte für euch. Sie heißt... Die Erlösung des Dopplers. Die Darsteller, Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin,
Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr den Publikumsliebling fern und nah, Maxime Bollière. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Das wird nice. Lustig, hoffe ich. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Des Monsters Braut soll meine Tochter nicht sein. Mhm. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau und kommt es, schlag zu. Und deiner Königin Dank erntest du. Nur Bestien von übler Natur töte ich. Ein ruchloser Mörder? Nein, das bin ich nicht. Boah, sogar noch mit Zeit. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Doch Jungfer und Monster, das darf nicht sein. Nein. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht trinkt's ja inmitten der Gäste ein Bier. Na gut, das haben wir richtig. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen ist voller Heimlichkeit und Schmerz. Ist ganz schön voll. Heute ist Schluss damit. Werd meine Braut. Denn du bist die Schönste, die ich je angeschaut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Oh nein, dieser Wein ist mit Silber versehen. Nun muss ich mein monsterlich Wesen gestehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein. Sie liebt ihn und mag er auch Anderling sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen. Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern Bosheit im Herzen, wie dem hier, oh Graus. Recht hast du, Hexer. Er schmiedete Ränke, auf dass er nach seinem Bedarf für mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Monster, drum töten sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Ich glaube, da hinten ist er. Ja. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er!
Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch. Also los, Meister. Rauf da. Rauf auf die Bühne. Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Recht hat er! Hey Schauspieler, kennt ihr die Gebote des ewigen Feuers nicht? Ketzer! Man sollte ihnen Respekt vor dem Glauben einbläuen. Die schon wieder. Was faselt ihr da? Maul halten und klatschen, oder ich reiß euch neue Arschlöcher. Du willst mir ein neues... Das werden wir ja sehen. Los, Jungs, gebt ihnen einen Vorgeschmack auf die Hölle. Im Namen des Kults. Hilf uns, Hexer. Wir schaffen sie nicht alleine. Komm, ich helfe euch. Erledigt. Haben wir hier noch zum Einsammeln? Schnitzel, Hühnerbein. Noch was? Hauptsache was zum Essen. Oh toll, ich bin überladen. So. Das hätten wir ja gut geschafft. Sehr nice. Jetzt sprich im Zimmer von Irina. Mit Dudo, ja gut. Dann machen wir das doch. Hä? Toll. Wir sind verkehrt. Super. Ja, dann mal los. Der ist voll. Der ist voll. Das finde ich schon gar nicht toll. Hier haben wir sauber rumgemetzelt. So. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn, wie habt ihr es geschafft, Reuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt?
Verwandle dich in sie. Jawohl, eine erwachsene Frau geworden. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Ja, das reicht. Blöde Idee. Oh Mann. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen. Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja. Wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ja, ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Einfach großartig. Kein einziger Fehler. Die Vorstellung im Allgemeinen. Was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Wie schade, dass Maxim auch noch betrunken auf die Bühne kam. Einige Zuschauer haben ihr Geld zurückverlangt. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, oh, das Spiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Sehr schön. Ja gut, an der Stelle machen wir dann im nächsten Part weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns. Bis dann.